Hallo meine anonymen Freunde und herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Channel und auch auf Twitch. So, es ist endlich soweit. Wir spielen jetzt MyGM. Wir gehen jetzt rein. In den letzten Videos haben wir ein paar Einstellungen gemacht und ich habe euch in einem Video erzählt, wie ich mir persönlich den perfekten GM-Mode vorstelle, da das Ganze hier wieder nur eine Kopie vom letzten Teil ist, etwas verbessert. Aber naja, wir holen das Beste daraus und fangen einfach gleich an. Erstmal lösche ich hier den zweiten Slot. Der erste Slot ist privat. Wie man sieht, bin ich natürlich auf dem ersten Platz mit Tyler Breeze. Was denkt ihr denn? So, wir starten, Leute. Okay, man hört hier nichts. Dann skippen wir den ganzen Mist hier natürlich. So. Ja. Was für mich auf jeden Fall sehr wichtig ist, ich spiele Tyler Breeze, denn Tyler Breeze bringt mir Folgendes und das hat mich einfach sowas von überzeugt. Schnellere Erholung, alle deine Superstars regenerieren sofort 20 Ausdauer. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das Roster erstmal ein bisschen kaputt ist nach ein paar Wochen, und du kannst einfach jeden Superstar pushen mit 20 Ausdauer. Da denke ich nicht lange nach. Dann nehme ich natürlich Tyler Breeze. Aber ich will euch alles andere natürlich nicht vorenthalten. Man kann auch Kurt Angle nehmen. Herz aus Gold. In dieser Woche sind die Bookings aller Wohltätigkeitspromos kostenlos und ihre Ergebnisse werden verdoppelt. Ja. Eric Bischoff, also sowieso für ältere Fans ist das hier absolut krass, dass Eric Bischoff hier mit am Start ist. Backstage Booking. Die Bookingkosten für die gesamte Showlogistik sind diese Woche kostenlos. Interessant. Mick Foley, ja. Cactus Jacked, okay. Wähle eine gegnerische Brand, zwei Superstars, die in der nächsten Woche an ihrer Show teilnehmen werden. Zufällig ausgewählt. Also wohl eher nicht teilnehmen, oder? Naja. So, hier erstellter Superstar, Legendenflüsterer, die erste Legende, die du diese Woche verpflichtest, ist kostenlos. Genau, das hatte ja im letzten Teil William Regal, der ist aber nicht mehr mit dabei. Ja, jetzt als erstellter Superstar. Damals war es plus 20 oder plus 15 Bekanntheit, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, wenn man ihn ausgewählt hat, hat man Bekanntheit gepusht bei dem schwächsten Superstar, glaube ich. Naja, Adam Pearce, Aufwiegler wie letztes Jahr, verstärkt alle aktiven Rivalitäten um 1. Auch ganz nett, aber ich finde irgendwie, ja, fürs erste Pay-Per-View vielleicht ganz gut, ansonsten nicht so interessant. Hier, Sonja Deville, da habe ich mich gefragt, warum sie eigentlich dabei ist, weil sie ist ja kein Manager mehr, zumindest nicht in der Show. Matchkarten im Shop sind diese Woche gratis. Auch gut. Das Problem ist nur, ja, obwohl man weiß, welche also das ist ganz nett eigentlich. So. Stephanie McMahon, der McMahon-Effekt, verdiene in dieser Woche doppelt so viel durch das Arena-Publikum. Was ich mega schade finde, ist, dass man hier einfach nicht Triple H auswählen kann oder Vince McMahon. Das wäre einfach mega krass. Hier komme ich auch gleich zu einer Sache, die ich persönlich mega geil finden würde. Und zwar, wenn man einfach von den Superstars aussuchen könnte, wer ein GM ist. Dass du einfach frei die Wahl hast und sagen kannst, John Cena oder sagen kannst, Undertaker oder sagen kannst, Rey Mysterio, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man einfach frei irgendeinen Wrestler als GM einsetzen kann. So, Xavier Wood Cheat Code. Wähle einen Superstar aus dem Roster einer gegnerischen Brand. Er wird nächste Woche dauerhaft deinem Roster beitreten. Der ausgewählte Superstar darf kein Titelträger sein, nicht verwendbar in Woche 1. Wow. Das ist ja mega geil. Du kannst dir einfach dauerhaft einen Wrestler von einer anderen Show klauen. Auch geil. Mega, cool, gefällt mir. Aber wie gesagt, ich nehme den guten Tyler Breeze. Alle deine Superstars regenerieren sofort 20 Ausdauer. Das lohnt sich für mich irgendwie am meisten. So. Ja,
jetzt suchen wir uns die Show aus. Hier kann ich euch schon sagen, ich nehme auf jeden Fall SmackDown. Aber auch hier will ich euch nichts vorbehalten und zeige euch mal, was die verschiedenen Shows bringen. SmackDown, die Geburt der Legenden. Die Beliebtheit von 6 zufälligen Superstars in deinem Roster steigt um 6. Okay. Raw, das bedeutet Krieg. Wähle eine gegnerische Brand, 3 zufällig ausgewählte Superstars. Dieser Brand können nächste Woche nicht gebucht werden. Ah, okay. Also einfach, dass man sozusagen 3 Wrestler der anderen Show eliminiert, dass sie an der Show nicht teilnehmen können. Ist eigentlich ganz gut, vor allem wenn die im anderen Roster nicht so viele Superstars haben. Kämpfender Champion, in dieser Woche gebuchte Titelkämpfe erhalten eine deutlich höhere Matchbewertung. Aha. Frischfleisch, reduziere den Preis der nächsten 3 Free Agents, die du diese Woche kaufst. Um 50%. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil dafür müsstest du ja wirklich 3 Free Agents auf einmal kaufen. Und das ist ja blöd, man hat es selten, dass auch 3 Superstars sofort auf permanent stehen, dass man sie fest einstellen kann. Finde ich etwas, So, WCW, klassisch ausgebildet. Die Dauer aller Verträge deiner aktuellen Legenden werden um 5 Wochen verlängert. Das ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir bleiben bei SmackDown. Wir erhöhen die Popularität von 6 Superstars jeweils um 6%. Ja, perfekt. Nehmen wir. Und Leute, da wir den optimalen Spielspaß haben wollen, habe ich mir überlegt, wir spielen nicht alleine. Nicht, dass jetzt jemand kommt und mitspielt. Nein, schön wär's. Wir spielen wir spielen mit allen, ja? Wir spielen nicht nur gegen ein Brand, wir spielen gegen alle Brands. So, Mensch, KI. Also, Adam Pearce ist mit am Start, mit Raw. Sonya Deville, nein. Aber Stephanie McMahon ist mit am Start, mit NXT. Und wem geben wir... das ist wirklich schwer, hier zu entscheiden, aber eigentlich ist es egal. So, dann würde ich sagen, geben wir einfach mal... es ist schwer. So, für die alten Fans, die auf jeden Fall da sind, geben wir Eric Bischoff die WCW. Ich kenne jemanden, der wird sich da richtig freuen. So, perfekt. Ja, dann starten wir das Ganze doch einmal. Haben wir hier KI, perfekt, Eric Bischoff. Und dann kann es jetzt losgehen. So, tut mir leid, dass ich das mache, aber wie gesagt, es geht mir hier selber um den ultimativen Spielspaß und da ist mir alles andere egal. Spielschwierigkeit, KI, Spielschwierigkeit... Hier ändert sich das Ganze ein bisschen leicht. Ein Midcard-Match bei regulären Shows, 2 bei Pay-Per-Views, keine Budgetreduzierung in späten Saisons, niedrige Moralgrenzen für... bla bla bla, okay. 2 Midcard-Matches während der regulären Show, also quasi, dass sich einfach die Matchcard erhöht. Kleine Budgetreduzierung in später Saison, mittlere Moralgrenzen für... Ach Leute, wisst ihr was? Wir wollen einfach nur Spaß haben. So. Ja, jetzt habe ich bei meinem Test-Account bin ich ganz runtergegangen und ich denke, das werde ich hier auch machen, ja? Für den optimalen Spielspaß, das höchste, was ihr auswählen könnt, sind 3.250.000 als Budget. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen 2.750.000 als Budget haben. So. Spielerreihenfolge, Straight Order. Okay, mit Straight Order ist gemeint quasi, die erste Person ist dran mit dem Draften, die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Bei Snake Order ist es absolut zufällig, das heißt, die erste Person fängt an, die dritte Person ist, dann die vierte, dann die zweite, dann in der nächsten Runde wieder komplett anders. Wir machen Straight Order, komm. Shake-Ups, schalte Shake-Ups für das Spiel
ein oder aus? Ja, mit Shake-ups, das ist mir noch nicht so ganz klar, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, Shake-ups sind irgendwelche Powerkarten oder sowas. Lassen wir auf jeden Fall mal an. Und jetzt hier kommen wir zum Erstellten. Alle Spezies, das haben wir in der letzten oder in der vorletzten Folge abgeändert. Und zwar haben wir alle Legenden auf 70 gepackt, weil es sich lohnen soll, wenn man eine Legende unter Vertrag nimmt. Und alle anderen Wrestler haben wir zu Spezies umgewandelt. Ja, dass sie keine Cruiser sind, dass sie keine Kämpfer sind, dass sie keine Riesen sind. Es sind alle Spezies. So sind wir nicht beeinträchtigt und können alles so buchen, wie wir es haben wollen. Also Action. So, automatisch droppen natürlich nicht. Das Wichtigste müssen wir selber machen. Ja, Leute. Und dann geht's los. Oh mein Gott. Wunderschön. Wunderschön. Ich find's mega. Ich find's einfach mega. Es ist so schön. So. Und dann geht der Spaß auch schon The los. WWE Draft is Jeder now GM beginnt underway. mit einem Budget von 2.750.000 Dollar. GMs draften abwechselnd. Es gibt 9 Draftrunden. Nach der 9. Runde kann optimal weiter gedraftet werden. GMs können so lange am Drafting teilnehmen, bis ihnen das Geld ausgeht. GMs können mit der RS-Taste Drafting-Empfehlungen anzeigen. Über die X-Taste werden weitere Informationen zu einem bestimmten Superstar eingeblendet. Schön. Wie? Was? Habe ich jetzt Becky Lynch? Oh, ich habe jetzt Becky Lynch gewählt. Das wollte ich doch gar nicht. Also, ich sag euch auf jeden Fall schon mal im Voraus. Hä, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn hier los? Ah, Leute, ich glaube, ich habe die automatisch. Ich habe eingestellt, dass sie doch automatisch selber droppen. Das ändern wir sofort. Das ändern wir sofort. Das ändern wir sofort. Das ändern wir sofort. So, also nochmal schnell alle Einstellungen durchgehen. Das machen wir jetzt aber. Rubbel die Katz. KI, ja. KI. Und nochmal KI. Hier hatten wir den guten Eric Bischoff mit der WCW. Let's go. WCW. Haben wir gesagt. Ja. So, zum Glück sind alle Einstellungen so geblieben, wie wir es hatten. Alle Einstellungen sind so geblieben, wie wir es hatten. Straight Order, Shake-Ups ein, Draft. Hier, alles sind Spezies. Automatisch draften aus. Wir wollen nämlich selber draften. So, ich hoffe, das Spiel hat es jetzt verstanden. Beziehungsweise. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. So. Juhu auf Twitch. Ein Zuschauer. So. Kann auch sein, dass ich das selber bin. So. Also, It's that das haben time wir of year alles again, durch. the Perfekt. Dann WWE geht's Draft. jetzt los. Wir draften. Wir draften jetzt. Wir draften jetzt. Und wir haben auf jeden Fall ein paar solide Superstars. Hierzu muss ich euch sagen, tut mir leid, ich habe nichts gegen Frauen. Aber ich will einfach mehr Männer-Matches haben. Deswegen lasse ich die Frauen komplett raus. Tut mir leid. So. Ich weiß nicht, ob ich Justin Heine, also mich selber draften soll. Ich glaube, ich fände es viel interessanter, wenn eine andere Show den schnappen würde. Und dann könnte ich nämlich schauen, was machen die mit dem. Okay, perfekt. Gucken wir mal, wen wollen wir denn jetzt hier in unserer Show als allererstes sicher haben, beziehungsweise safen. Let's go, unser Held von Deutschland. SmackDown Picks, Gunther. A So, statement jetzt pick, bin ich mal drafting the gespannt. ring general. A great Jetzt choice wird's for the natürlich centerpiece of schwer, your brand. weil wir Let's see haben who nicht mehr jetzt die Leute WCW picks weggefallen. first. Wir haben jetzt ganze SmackDown's drei GM Gegner mit. prepares the second pick. Oh, ich dachte gerade,
SmackDown chooses Randy Orton. This is Predator looking for prey on SmackDown. Absolutely amazing instinct by the GM making this pick. SmackDown GM deliberating pick number 3. SmackDown selects Drew McIntyre. Time to find out who's going third to NXT. Who will be the third member of WCW? Oh nein, nicht Kevin Owens. Great anticipation for SmackDown's fourth pick. Eigentlich haben sie, die geben mir hier schon die perfekten Leute vor. Dolph Ziggler, geil. Naja, aber ich will hier auf jeden Fall... mit wem gehen wir jetzt? Mit wem gehen wir jetzt? Komm. Ich will... The SmackDown picks The Miz. This brand has just become must see. He's no stranger in taking the fight to the limit. WCW's GM about to make their fourth pick. Here's the fifth round pick for SmackDown. Ich mag irgendwie alle Heels. Ich mag irgendwie alle Heels mehr als die Faces. So, let's go with Braun Strowman. SmackDown selects Braun Strowman. The Strowman Express arrives on SmackDown. A man on the cusp of this brand's main event. So, tut mir leid, wenn da ein paar Mädels als SmackDown Zuschauer about sind. To make another big Aber, pick. Ich baue hier Männerroster auf, weil es einfach zu wenig Platz sonst gibt auf der Matchcard. Ne? Das ist nichts Persönliches. Wen wollen wir jetzt mitnehmen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit Sheamus oder mit Sami Zayn. Ja, dann nehmen wir einfach Sheamus. SmackDown picks. Sheamus. And a new night will feel the brogue. He's unhappy. He'll show he's not an afterthought. WCW looking to add to their haul with this pick. Ich bin mit euren Drafts zufrieden. Guck mal, wir haben hier Ezekiel und sein Bruder Elias natürlich. Ezekiel ist viel mehr wert als Elias und der hat auch eine höhere Matchwert, also eine höhere Wertung, oder? Sieht man hier nicht. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei dem offiziellen Video mit den Ratings zum Spiel. SmackDown Drafts! On the door. This is a smart pick. Who will join SmackDown in mere moments? So, wie viele Leute haben wir? Wir haben 8. Das heißt, wir brauchen noch eine Person. Dann können wir theoretisch das Ganze hier abschließen. Jetzt ist die Frage, wen wollen wir... Oh, und warum habe ich den noch nicht? Austin SmackDown Drafts, Austin Theory. SmackDown with a fantastic choice. Austin Theory, Mega. A future champion by hook or by crook. United States Champion und ich hoffe, dass es so bleibt. SmackDown pondering its next pick. Ich feiere ihn einfach. Ich feiere den Typen einfach. So, Jinder, Dex... Ich wollte immer mal Reggie spielen und das wäre SmackDown selects Reggie. The fans are gonna flip out for the GM's pick. It's Reggie. He'll have all the opportunity in the world on this brand. Giovanni, Partner. Speculation, who joins SmackDown next? Sorry. So, dann würde ich sagen, gehe ich hier noch mit Ezekiel. Den habe ich nämlich auch noch nicht gespielt. Jinder wäre auch was. Da kenne ich gar nicht. Ja, gönnen wir uns noch Ezekiel. Und dann sollten wir auf jeden Fall genug Superstars haben, um zu starten. Wir müssen hier nämlich auch ein bisschen auf unser Geld achten. Das sind jetzt nochmal 217.000. Aber naja, Ezekiel, dich will ich auch Ezekiel. Mal And a new brand is about to get zeked up. You can't deny this guy's fighting Dexter spirit. Nehmen sie sich Who's the next pick for Team WCW? Das ist alles kein Problem. The next member of SmackDown is about war's. To be picked. Perfekt. Ja, Leute, dann Draft beenden. Das Take a look at the talent on the blue brand. Ja, wir haben hier auf jeden Fall, ich denke, wir sind hier auf jeden Fall das beste Roster. Also schreibt mal in die Kommentare oder hier auf Twitch. Raw has so many options to choose from here. The NXT GM weighing their options here. Haben oder so. Also could be make or break for the WCW GM. Raw weighing their options here. Ich bin zumindestens vollkommen could be a make or break pick for NXT here. Perfect. WCW moving on in the draft. Whoa.
The next round begins for Monday Night Raw. Schon mal tschüss auf NXT YouTube. Back to the podium for their fifth selection. Who's going next to where the big boys and girls play? Es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Lasst ein Like da. Abonniert, kommentiert. Lot of ways NXT can go here. Let's see what they pick. Und ja, ich wünsche euch. And here's the GM's final roster. Ciao.